Herzlich willkommen am Standort der Mercedes-Benz Trucks Niederlassung in Neu-Ulm. Ich bin Ulrich Löbig und ich darf Ihnen heute ein brandneues Modell unserer Actros-Baureihe vorstellen. Der Actros L ist von uns entwickelt worden, ganz klar mit dem Fokus auf Fahrer, auf deren Leben und Arbeiten im Fahrzeug. Unterstützt bei der Vorstellung des neuen Actros L werde ich von drei Menschen mit echten Trucker gehen. Als erstes Bettina Koop, erfahrene Berufskraftfahrerin für eine Spedition im Südhessischen. Als zweites Freddy Munz, Betreiber des YouTube-Kanals Diesel TV, der regelmäßig Fahrzeuge selbst bewertet und auch testfährt. Und drittens Florian Engel, österreichischer Fachjournalist und Mitglied der Truck of the Year Jury, der unseren Actros L gestern Abend in Empfang genommen hat, ihn ausgiebig heute Nacht gefahren ist und heute Morgen noch mal genauer unter die Lupe genommen hat. Fragen wir doch mal ihn, was er von unserem neuen Fahrzeug hält. Ja, eines der feinsten Features im Actros L ist sicher der Active Drive Assist. Man stellt einfach die Geschwindigkeit ein, in unserem Fall 80, kann sich dann über das Menü auch noch einrichten, den Abstand zum Vordermann in 5 Stufen, dann ob der Actros mittig eher rechts am Fahrbahnrand oder eher links am Fahrbahnrand fahren soll. Ja, viel komfortabler geht's kaum. Es ist verbunden natürlich mit PPC, also er kennt das Gefälle, die Steigungen, geht rechtzeitig vom Gas, also ist extrem spritsparend auch noch unterwegs dabei. Und hat natürlich auch die Interurban-Funktion, das heißt, ja, er kennt auch Kurvenradien, berücksichtigt das Fahrzeuggewicht und bremst auch ab. Was will man mehr? Man kann als Fahrer sicher nicht 8 Stunden am Tag so intensiv mitdenken wie der Actros. Es ist extrem viel bei der Dämmung gemacht worden, man merkt es. Vielleicht auch, wenn ich hier gerade drüber erzähle, es ist extrem leise hier drinnen. Man hat kaum Umgebungsgeräusche, den Motor hört man kaum. Also das ist jetzt beim Fahren schon extrem angenehm, aber ich bin dann richtig gespannt, wie es dann nachher bei der Pause oder sogar in der Nachtruhe sein wird. Das ist sicher ein völlig neues Lebensgefühl als LKW-Fahrer. Eine weitere Neuheit sind die LED-Scheinwerfer, die jetzt im Actros L verbaut sind. Nicht nur die Lichtausbeute ist weitaus höher als bei den bisherigen Big Xenon-Scheinwerfern, auch die Farbtemperatur ist noch tageslichtähnlicher und die Abgrenzung zum Fahrbahnrand viel schärfer. Also der Fahrer hat den absoluten Fokus auf das, was für ihn relevant ist und kann sich auf seine Arbeit konzentrieren. Und gerade beim automatisch auf- und abblenden Fernlicht ist die Range wirklich unendlich weit. Also gerade bei Maximaltempo 80 sieht man ja in die Ferne. Heute lassen wir den Tag mal ganz entspannt angehen. Im Solostar-Konzept des Actros L sitzen wir auf einem ganz gemütlichen Ecksofa mit 9 sehr feinen Sitzbezügen. Beinfreiheit haben wir ohne Ende und damit das Komforterlebnis dann den Höhepunkt erreicht, hat sich da einmal was Besonderes einfallen lassen und einen 4 cm Topper auf das Bett noch draufgelegt. Damit ruht man im wahrsten Sinne wie ein König. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, ebenfalls wie der König der Landstraße mit dem Actros L mal eine lange Tour zu fahren. Bei mir ist jetzt Bettina Koop als nächste Fahrerin des Actros L. Ich werde ihr jetzt den Schlüssel geben und gute Fahrt wünschen. Viel Spaß dir und genieß die Fahrt. Danke. Er fährt eigentlich, kannst du sagen, du fährst komplett entspannt, weil der wie von Zauberhand alleine fährt. Der Fahrkomfort jetzt von den Sitzen, die Sitze, die sind wesentlich angenehmer. Vorher habe ich das Gefühl gehabt, weil ich ja jetzt auch nicht gerade groß bin, dass ich im Teil im Sitz immer hin und her schwimme. Das habe ich jetzt hier nicht. Und jetzt ist das genau, dass er den Kreisel selbstständig erkennt und weiß, mit was für einer Geschwindigkeit in den Kreisel ich reinfahren kann. Also das ist für jemand, der das noch nie hatte, Wahnsinn. Also
die Mirocam, die finde ich an dem Fahrzeug nur super. Sie lässt nach links und rechts einen besseren Blickwinkel zu und ich sehe hinter mir die Fahrzeuge, den Abstand kann ich besser einschätzen, ich kann den Auflieger besser beobachten beim Abbiegen, auch in der Kurve, und kann auch die Geschwindigkeiten, die von den Fahrzeugen hinter mir sind, besser einschätzen. Hey, da ist Bettina. Schön, dass du wieder da bist. Ich warte mit Freddy schon hier auf dich. Hallo. Und wie war's? Sensationell. Den würde ich mir im Fernverkehr wünschen. Die Rückmeldung, die freut mich wirklich. Vielen Dank dafür. Danke. Das würden wir uns von allen Fahrern wünschen. Danke. Danke. Freddy, viel Spaß bei der Fahrt. Ich wünsche dir gute Fahrt und ich bin gespannt auf dein Feedback. Bedienung ist wie gewohnt beim Actros. Man hat am Lenkrad eben zwei Touchpads, mit denen man einmal am linken Touchpad durch das Hauptdisplay schalten kann. Und mit dem rechten Touchpad kann man eben den Multimedia-Display bedienen. Schön ist auch, was es ja beim Actros schon länger als Feature gibt, das induktive Laden, indem man einfach sein Handy in die Ladebuchse legen kann und dann kabellos das Telefon laden. Also auch kein Kabelgewurschtel mehr in der Kabine, sondern einfach Handy reinlegen und es wird aufgeladen. Da kommt er ja. Hi Uli. Hi Freddy. Und? Erstmal der Schlüssel. Ja, danke. Wie war's? Es war sehr gut. Man merkt jetzt auf jeden Fall beim Actros L, dass auf Fahrerwünsche eingegangen ist. Zum Beispiel die tiefe Sitzkonsole war für mich echt ein Highlight. Ja, weil da war davor immer ein bisschen schwierig als großer Fahrer, da eine vernünftige Sitzposition zu finden. Das freut mich zu hören. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, ist die neue Isolierung. Also es ist deutlich leiser geworden beim Fahren. Das war echt angenehm. Sehr positiv. Sehr schön. Freut mich sehr. Und dann dir vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Bis hoffentlich demnächst mal. Bis dann. Ja. Der Actros L ist seit Juli bestellbar und wir liefern im November die ersten Fahrzeuge an unsere Kunden aus. Natürlich arbeiten wir dennoch weiter daran, den Actros L noch besser zu machen und bringen ab April nächsten Jahres eine verbesserte Version der Mirocam und LED-Arbeitsscheinwerfer. Also, die Zukunft kann kommen.